Wie funktioniert die Partnersuche für einen Mann Ü30? Mein Name ist Kumar Yamshidi und ich helfe Single-Männern dabei, die richtige Partnerin zu finden. Deswegen werde ich in diesem Video erklären, worauf du als Mann in deinen 30ern und 40ern achten musst, damit du auch die richtige findest und endlich ankommen kannst. Denn die Partnersuche Ü30 unterscheidet sich fundamental von der Partnersuche von einem Mann, der vielleicht in seinen 20ern ist. Und deswegen möchte ich dir ein paar Punkte mitgeben und du wirst dann am Ende wissen, was du machen musst, damit du die richtige finden kannst. Und der erste wichtige Unterschied und der erste wichtige Punkt, auf den du achten musst, ist eine Tendenz, die du selbst vielleicht bemerkt hast. Und zwar, in deinem Umfeld sind immer mehr Leute vergeben. Freunde von dir, die meisten deiner Freunde haben so langsam eine Partnerin. Auch Frauen, die du in deinem Umfeld, die du auch vielleicht auch interessant fandest, die du attraktiv fandest, sind auch mit der Zeit in einer Beziehung. Und die ersten gründen Familie, bekommen Kinder. Und da kann es zuallererst erstmal dazu kommen, dass du dich vielleicht so selber so ein bisschen hinterfragst, Zweifel hast und denkst, okay, wieso bin ich der Einzige, der noch Single ist und alle meine Freunde sind vergeben? Aber die andere Sache ist, dass sich bei dir vielleicht ein gewisser Gedanke einschleicht. Und wenn du den hast, dann pass auf jeden Fall auf. Und zwar der Gedanke, dass alle guten Frauen so langsam vergeben sind. Weil du halt einfach merkst, die Frauen, die du kennst, sind in einer Beziehung. Und das ist einfach ein Irrtum. Denn es gibt immer noch tolle Single-Frauen wie Sand am Meer. Du hast einfach nur diesen beschränkten Blick, den du hast halt von deinem Umfeld. Aber wenn du mal außerhalb von deinem Umfeld schauen würdest, dann würdest du sehen, es gibt immer noch tolle Single-Frauen. Du musst einfach nur in der Lage sein, diese Frauen auch zu kennen. Das heißt, du musst mal außerhalb deines Umfeldes schauen. Denn wir haben in Deutschland über 80 Millionen Menschen. Und es gibt auch in deinem Alter immer noch tolle Frauen. Denn es ist einfach vollkommen normal, dass eine Frau, die vielleicht Ende 20 ist oder in ihren 30ern, einfach Anfang 20 vielleicht andere Prioritäten hatte und da sich eher auf ihren Job fokussiert hat. Oder dass sie mal auch in einer Partnerschaft war und das dann mit dem Ex halt aus irgendeinem Grund nicht geklappt hat und jetzt wieder Single ist und auf der Suche ist. Das heißt, es gibt diese Frauen, du musst sie einfach nur kennenlernen. Und was dich wahrscheinlich daran hindert, diese Frauen kennenzulernen, ist auch schon der zweite Punkt und die zweite Unterscheidung zwischen der Partnersuche, die du jetzt hast, und dem Datingleben, das man vielleicht in seinen 20ern hat. Und zwar, du bist höchstwahrscheinlich in einem festen Arbeitsverhältnis und du bist in der Arbeitswelt angekommen. Du stehst mit beiden Beinen im Leben und du hast einfach nicht mehr so viel Zeit wie ein Typ, der in seinen 20ern ist. Vor allem, wenn du dich mal zurückerinnerst, als du vielleicht in deinen 20ern noch studiert hast oder deine Ausbildung gemacht hast und einfach öfter auch unterwegs warst, du hattest mehr Motivation und Lust, auch mal feiern zu gehen. Und hattest einfach auch größere Freundeskreise vielleicht, hast dann hier und da einfach organisch mehr Leute kennengelernt. Da warst du mal auf einer Party und dann hat ein Kumpel von dir auch mal eine Freundin und die hast du auch einfach so kennengelernt und hast einfach einen größeren Durchlauf an Menschen in deinem Leben, weil du halt einfach öfter unterwegs warst. Und jetzt in deinen 30ern hast du einfach vielleicht keine Lust mehr, so viel auszugehen und das musst du auch gar nicht, um die richtige Partnerin zu finden. Aber das Ding ist, man kann relativ schnell in einen gewissen Alltagstrott verfallen, wo man halt kaum mehr Kontaktpunkte zu neuen Single-Frauen hat. Und bei dir funktioniert das Ganze halt nicht mehr so organisch, weil du halt einfach nicht mehr in der Uni oder sowas bist, sondern du hast deinen Job, du siehst immer wieder dieselben Leute, du hast ähnliche Arbeitszeiten, abends nach der Arbeit gehst du vielleicht nochmal zum Sport und bist dann halt einfach müde und willst den Abend ausklingen lassen. Und da gibt es halt nicht so viele Wege, jetzt einfach organisch Frauen kennenzulernen. Deswegen musst du die Extrameile gehen und selber aktiv Wege finden, um diesen Kontakt zu Frauen herzustellen. Das heißt, du musst was dafür tun und du musst das Ganze in die eigene Hand nehmen. Das kann sein, dass du zum Beispiel mal Online-Dating ausprobierst oder dass du mal auf Single-Events gehst, dass du vielleicht auch Chancen, die du im Alltag mal siehst, von einer Frau, die dir wirklich gefällt, auch mal öfter nutzt. Denn wenn du das nicht tust, all diese Dinge, dann wird dir das Leben nicht einfach irgendwie eine Frau vor die Füße werfen. Das ist halt damals passiert, als du halt ein aktiveres soziales Leben hattest. Und deswegen geh auf jeden Fall diesen Schritt aus der Komfortzone. Wenn du aber bereit bist, diesen Schritt aus der Komfortzone zu gehen und einfach mal neue Wege auszuprobieren, will ich dir einfach nur sagen, es gibt Wege für jeden Mann. Und ich habe mit so vielen Männern in den 30ern und 40ern auch schon zusammengearbeitet und ihnen dabei geholfen, wie sie neue Frauen kennenlernen können. Es kann sein, dass für dich zum Beispiel Online-Dating der richtige Weg ist. Dass wenn du ein ordentliches Profil aufsetzt, das ganz gut aussieht, das Frauen anspricht, dass du Matches und Dates bekommst mit Frauen, die auch zu dir passen könnten. Oder dass du mal auf Single-Events gehst, dass du auf Single-Treffs gehst. All diese Dinge funktionieren. Und es ist jetzt so, wenn du zum Beispiel eher ein schüchterner Kerl bist, macht Online-Dating mehr für dich Sinn. Wenn du aber an sich zum Beispiel sagst, neben der Partnersuche möchte ich auch mein soziales Leben ein bisschen bunter gestalten, noch mehr Leute kennenlernen an sich. Dann kann es sein, dass für dich die richtige Kennenlernstrategie ist, dass du einfach ein neues Hobby dir aussuchst, wo halt auch viele Single-Frauen in deinem Alter sind. Entweder es kann ein sportliches Hobby sein oder irgendwas anderes. Und da gibt es auch Dinge, die gut funktionieren. Da habe ich auch gute Erfahrungen mit Kunden gemacht. Auf der anderen Seite kann es aber wiederum sein, dass du dir sagst, okay, ich will jetzt keine neuen Hobbys, ich will jetzt auch nicht neue Leute kennenlernen, sondern ich will einfach nur eine Partnerin und möchte den Rest meiner Zeit und den Rest meines Fokus darin investieren, dass ich mich voll und ganz der Arbeit widme oder meinem Business widme. Auch dafür, für diese Situation, gibt es die passende Kennenlernstrategie. Das heißt, für dich einfach nur wichtig, es gibt Wege, du musst einfach nur bereit sein, sie zu gehen. Und
Der letzte große Unterschied in der Partnersuche zwischen Männern, die in den 30er sind und vielleicht ein Ticken jünger sind, ist der folgende, und den musst du auch noch beachten. Das Dating wird immer weniger oberflächlich, je älter man wird, und die Werte und der Charakter einer Person wird wichtiger. In seinen 20ern ist es halt so, man hat noch Zeit. Und da ist es halt voll okay, wenn man sagt, man ist 22 und man findet eine Frau ziemlich heiß und weiß und hat das Gefühl, dass das Charakter vielleicht nicht so ganz passt, aber man denkt sich, ja, was soll's, ich finde sie ganz geil und deswegen würde ich gerne eine Beziehung mit ihr eingehen. Und wenn man dann mal 2-3 Jahre mit dieser Frau zusammen war, dann ist das okay. Die 20er sind ja irgendwie dafür da, auch so ein bisschen seine Zeit zu verschwenden, in Anführungszeichen. Aber wenn du in deinen 30er bist, hast du diese Zeit nicht mehr zu verschwenden. Vor allem, wenn du Familie gründen willst. Deswegen musst du dir klar machen, was möchte ich von meiner Partnerin? Wie möchte ich mir mein Leben wirklich gestalten? Was ist die Vision, die ich für mein Leben habe? Was sind Dinge, die ich einer Frau geben kann? Was sind Dinge, die ich einer Frau nicht geben kann? Und dass du dann neben den Äußerlichkeiten, weil du darfst immer noch deine äußerlichen Ansprüche haben, auch in deinen 30ern, aber fast schon wichtiger sind die Ansprüche an den Charakter einer Person und wirklich einen scharfen Blick dafür, ob die Werte zueinander passen. Das ist viel, viel wichtiger. Und wenn du diese Dinge beachtest, dann wird die Partnersuche Ü30 auch erfolgreich. Und wenn du lernen willst, wie du diese Dinge umsetzen kannst, dann klick mal auf den Link unter diesem Video, ganz oben in der Videobeschreibung und bewirb dich mal auf ein kostenloses Beratungsgespräch. Denn in diesem Beratungsgespräch kann ich dir erklären, was für dich die passende Kennenlernstrategie ist, worauf du vielleicht achten solltest bei der Partnerwahl, also welche Frauen zu dir passen und welche nicht, was da vielleicht schon beim Kennenlernen Anzeichen dafür sein könnten, dass es mit dieser Frau für eine langfristige Familiengründung zum Beispiel nicht, was da vielleicht nicht so passen könnte. Und du kannst in diesem Beratungsgespräch auch noch lernen, was du vielleicht noch kommunikativ einen Ticken besser machen kannst, um dann auch so eine Frau von dir zu überzeugen auf einem Date. Wenn du all das lernen willst, dann bewirb dich mal auf dein unverbindliches, kostenloses Erstgespräch unter diesem Video.